Moin, moin. Moin, ich bin Ja. Moritz Jahn. Ich bin Sänger und Kopf der Band Moritz Jahn und außerdem Schauspieler und Regisseur und Produzent und all so ein Krams. Ich bin Sebastian von Frische Luft und ich spiele Gitarre und bin Produzent und Leadgitarrist bei mir in der Band. Was würdet ihr tun, wenn ihr 5 Jahre im Gefängnis sitzen müsstet? Das, was die in den Filmen machen, halt, ne? Gegen die Wand boxen, Lesen. Liegestützen trainieren, Vielleicht schon ab und zu mal. Gesichtstattoo, keine schlechte Idee. Was wäre der Grund, warum ihr ins Gefängnis müsstet? Also ich bin, ich hab, also ich hab, ich klaue gerne. Ich habe schon so eine leichte Kleptomanie. Nicht schlimm, ne? Also so die viel die gängigen Sachen, aber manchmal halt auch Größeres. Ich versuche es echt zu lassen und dann auch, also ich fühle mich auch echt schlecht und ich versuche schon auch die Sachen wieder zurückzubringen. Ja. Mit wem würdet ihr gern mal featuren? Featuren. Paul McCartney. Paul McCartney, oh. Ja, nicht schlecht. Schaust du, Moritz, dir immer alle Filme oder Serien an, in denen du selbst gespielt hast? Ja, doch, eigentlich schon. Ich glaube, man Zeiten, da fand ich das ganz furchtbar und dann muss ich das häufiger gucken, um mich selbst sehen zu können. Und meistens ist es immer noch so, dass man sich irgendwie kritisch sieht und dann das Erste, was man, wenn man das erste Mal das Produkt sieht, irgendwie einfach natürlich wahnsinnig viel mit sich konfrontiert ist. Aber Film ist so eine Teamarbeit und das ist einfach geil zu sehen, was alle anderen ja auch machen. Welche Jahreszeit entspricht eurer Person jeweils am ehesten? Früher fand ich echt nur Sommer cool und fand Winter ziemlich blöd. Mittlerweile finde ich Winter ja auch ganz nett. Also wenn man sich so einlümmeln kann und es gibt Tee und man kann irgendwie Musik hören, Platten auflegen und so, muss nicht so viel rausgehen, finde ich mittlerweile auch gut. Ich bin eher, glaube ich, so der Herbsttyp. Ich mag auch mal, wenn es regnet. Der gemütliche Herbsttyp. Bis zu welchem Alter habt ihr an den Weihnachtsmann geglaubt? Oh. Ich habe halt gar nicht an den Weihnachtsmann Nee? geglaubt, nee. Hattet ihr den Weihnachtsmann? Nee. Irgendwann hatten wir ein mulmiges Gefühl mit dem Weihnachtsmann und wir waren uns nicht mehr ganz sicher, ob der das wirklich ist, aber wir wussten auch nicht, wer es ist. Also er war mal da und dann haben wir lange spekuliert, wer könnte es sein, irgendjemand aus dem Bekanntenkreis, was gibt es für Formate, wo kann man sich einen Weihnachtsmann mieten und so. Und wir haben also ganz spät erst herausgefunden, wer es dann tatsächlich über eine Zeit lang war. Also jetzt aber nicht spoilern, ne? Also wenn das Leute gucken, also es gibt den Weihnachtsmann, ja, also mal cool bleiben. Googelt ihr euch selber? Zweimal am Tag. Klar. Was wird euer nächstes Projekt? Ja, wir arbeiten am Album. Also, oder wollen. Ob es ein Album wird? Mal gucken. Auf jeden Fall neue Musik. Hilfe! Hilft Was? es, Scheiße zu schreien? Auf jeden Fall. Immer. Ich habe gerade einen super Film gesehen. Oh, und ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Ganz am Anfang des Films hat der eine ein Problem und frisst es aber die ganze Zeit in sich rein und sie fahren Auto und sie sagt, jetzt kurbelst du einfach mal das Fenster runter und schreist aus dem Auto. Fuck it, Scheiße, was auch immer. So. Und es hilft so doll und man will so mitschreien und so. Ja, kann man schon mal schreien. Und es hilft. Ist befreiend. Ja, ist noch befreiender als Yoga. Als sich zu strecken.